Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, das heißt einer neuen Folge zu unserer, zum Beginn des neuen Let's Play Mass Effect 3. Wir haben ja in der letzten Folge am Montag Let's Play Mass Effect 2 abgeschlossen und machen hier nahtlos weiter. Gehen dazu in ein neues Spiel, holen unseren Kai-Uwe Shepard und gucken uns das hier mal ganz kurz an. Da haben wir die Rachni-Königin gerettet, Kaiden Alenko auf Wehrmeyer gerettet, Entscheidung den Rat zu retten, Melens Daten bewahrt, Frax auf Wehrmeyer am Leben erhalten, gehalten, Entscheidung die Geth Heretics umzuschreiben, die Kollektorenbasis zerstört, 12 Crewmitglieder haben den Selbstmordeinsatz überlebt, hatte Romanze mit Liara in Mass Effect 2, Shepard hatte eine Romanze mit Tali. Charakter importieren. Und, naja, es passt relativ gut, das Gesicht, das wir uns in Mass Effect 2 angeeignet haben. Ja, wir waren Soldat, wir sind Soldat, wir machen damit jetzt weiter und gucken jetzt halt uns noch an, was unsere spezielle Fähigkeit ist. Und da würde ich sagen, bleiben wir beim das, panzerbrechende Munition, Verstärkung. Ehre. Blutbad. Ja, komm, schmettern. Das hat immer gut funktioniert. Auch einverstanden, dass wir keine Veränderungen am Charakter wird durchnehmen können. EA oder Electronic Arts präsentiert eine BioWare Production. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Im Jahre 2157 entdeckte die Menschheit, dass sie nicht allein im Universum war. 30 Jahre später nahm sie einen friedlichen Platz unter Dutzenden einer galaktischen Spezies an. Aber über diese idyllischen Zukunft liegt ein blablabla Schatten. Alle 5000 Jahre sind die organischen Wesen, Galaxie zerstört. Die Führer der Galaxie sind durch ihre Unentschlossenheit wie gelähmt und können einfach nicht akzeptieren, dass die Legende der Reaper tatsächlich wahr ist. Über ein Soldat hat gesehen, dass die Legende lebt. Und er hängt das Schicksal von Shepard ab. So etwas sinngemäß. Also, um es vorzulesen, steht das viel zu kurz da. Apropos Vorlesen, da kommen wir auch noch zu einem neuen Format demnächst. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. So. Ein Fliegzeug. ein Shuttle, das haben wir da gesehen. Und da haben wir Shepard. Commander. Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Andrew. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Wenn sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht.
Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Ja, ein bisschen haben wir ihn gesprengt. Und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Als Sie das Batayana-Portal gesprengt haben, starben Hunderttausende Batayana. Sonst wären die Reaper durch unsere Hintertür marschiert. Ich weiß das, Shepard. Das Komitee auch. Andernfalls hätte man ihnen den Prozess gemacht und sie in einer Zelle verrotten lassen. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Das Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Kaida! Wie ist es gelaufen, Major? Okay, denke ich. Schwer zu sagen. Ich warte jetzt auf Befehle. Major? Wussten Sie es nicht? Nein, ich bin momentan schlecht informiert. Das tut mir leid, Sir. Es war nicht meine Absicht. Sie hatten sicher Ihre Gründe. Ja, vermutlich. Freut mich trotzdem, Sie zu sehen. Admiral? Gehen wir. Sie kennen den Commander? Früher mal. Admiral Anderson, Shepard. Admiral von Snarer? Skull! Frei nach, Dinner for One. Haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Sol-Portals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Gar nicht. Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy.
Shepard! 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 Los, stehen Sie auf! Hier, nehmt Sie. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Hier, Anderson. Ist da noch irgendjemand? Major Alenko, sehen Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. So, und endlich können wir auch mal selbst spielen. Kylan ist unterwegs zur Normandy. Sie nehmen uns auf und wir sind zu Hause. Achtung! Auf. Springen Sie aus vollem Lauf. Es ist weiter, als es aussieht. Los jetzt, gehen wir. Kommen Sie, wir müssen hier entlang. Die Dinger kennen wir noch von den Kollektoren. Sieht sicher aus, gehen wir. Major, empfangen Sie mich. Shepard hört auch mit. Schalten Sie sie aus! Erschießen Sie sie! Keine Munition mehr! Los doch, wir haben Feinde! Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Vorsicht! Hier entlang. Bring dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! Oh, jetzt drückst du schon auf die Sentimentale. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Es ist schwer genug, Krieg zu führen, aber viel schlimmer ist die Erkenntnis, dass man versuchen kann, was man will. Man wird niemals alle retten. Völlig richtig. Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel. Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie sind ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Hab sie. Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Schnappen Sie sich Munition. Nachladen und immer in Bewegung bleiben. Major Alenko, Raumhaft ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Wir haben es zur Normandy geschafft.
Jetzt kann man gleich eine geile Skriptstelle beobachten. Und zwar, dieses Schlachtschiff wird von diesem Tier beschossen. Schießt dreimal zurück, wird beschossen. Schießt nochmal, Reaper schießt zurück. Und alles nur, damit es realistisch aussieht, oder wenn wir hier ankommen, jetzt plötzlich der vernichtende Schuss kommt. Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt's nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, Manso. Wir holen Sie hier raus. Dann los, nichts wie hin zu dem Shuttle. So, da haben wir auch dann das Funkgerät. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Admiral, was ist Ihre Position? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Major! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald. Wir haben Gesellschaft. Munition aus!
pünktlich, als wir keine Munition mehr hatten. Wurde aber auch Zeit. Vorwärts. Willkommen an Bord, Shepard. Danke. Shepard, kommen Sie. Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Wir kämpfen gemeinsam, Anderson. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Da ist das Kind. Also der Soundtrack von Mass Effect 3 ist mitunter einer der besten der Serie bis jetzt. Richtig. Also erzeugt die richtige Stimmung zu den Bildern. Ja, und nach 24 Minuten sind wir dann eigentlich erst so im Beginn des richtigen Spiels. Das war das Intro. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Wir haben keine Wahl. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Vergessen Sie's. Setzen Sie mich an. Genug. Ich würde auch lieber bleiben und kämpfen. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Von der Übermacht, die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verfügbar.
Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tassoni nachgeforscht, um die Reaper aufzuhalten. Der einzige Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Beckett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Der Mars? Was glaubt er, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Zeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker. Nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Uah. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir diese Folge und sehen uns dann am Freitag um 16 Uhr zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 3. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.